Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, nachdem wir in der letzten Folge 3 Versuche gebraucht haben, um hier reinzukommen und es nicht geklappt hat, mache ich mich jetzt gerade mal hier auf den Weg und versuche es über die Rückseite. Weil ich weiß, es gab in der Covega-Station noch einen Rückeingang. Aber ja, wir haben uns ein bisschen sehr schlecht angestellt. Beziehungsweise wir wurden da sehr überrumpelt. Deswegen versuchen wir es jetzt mal von der Seite aus. Aber man merkt, die Bude ist ganz schön bewacht hier, ne? Wenigstens keine Leute in dir. Sieht ihn soweit gut aus. Und da wären wir wieder an der Covega-Fertigungsanlage. Aber eigentlich suche ich hier den Kanaleingang. Okay, ich weiß jetzt nicht wie, aber irgendwie habt ihr mich bemerkt. Naja. Wir warten mal ganz kurz. Naja, den Spaß kannst du noch haben. So ist nicht. Ich muss halt nur warten, bis ihr mich nicht mehr bemerkt, ne? Ja, und wo gab es denn einen Eingang? Das weiß ich. Plünderer und Raider. Raider Abschaum. Raider Abschaum. Hier war doch eine Mr. Rusty, ne? Ah, der Protektron ist auch noch da. Gut, jetzt haben wir uns mal kurz in der Schießerei hier angemeldet. Ja, den Protektron will ich eigentlich noch nicht töten.
Das ist ein bisschen Hirschkuh, okay. Du bist nicht böse. Okay, du bist böse. Entschuldige, dass ich helfen wollte, Kollege. Blechbüchse. Blechbüchse. Warte mal, freundlich sein und helfen. Ach, du bist nett. Natürlich nicht. Mann, hier ist die ganze Stadt immer noch komplett zerbombt, ne? Spuckt das Wetter irgendwas aus? Ich spuck's. Ich wollte eigentlich nur helfen, das ist dir schon bewusst, gell? Naja, gut. Wer nicht will, der hat schon. Aber hier war Mr. Gusty, das weiß ich. Den habe ich ja vor 2 Folgen schon mal gesehen, aber... den wollte ich ja nicht erlegen. Also entweder haben sie jetzt die Plünderer gemacht, oder... ich schaffe hier. Und noch eine Red Rocket Station. Die letzte ist erst ein paar Meter darunter. Und dass ich jetzt eigentlich hier bin, war auch noch kein Plan. Kaffeedose. Na gut. Hier ist auch ein Seesack. Patronen nehme ich gerne mit. Oh gut. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich eigentlich da rein wollte. Haben wir uns noch ganz kurz um eine Schießerei gekümmert. Nutzen mal ganz kurz die Schnellspeicherfunktion. Ich muss jetzt gucken, wo es hier reingeht. Das ging durch ein größeres Kanalrohr, das weiß ich noch. War schon irgendwas auf der Karte markiert? Ah, das Ding. Haben wir ja schon gehabt. Da. Das Rohr müsste es eigentlich durch sein. Das heißt, es ist nur noch dahin kommen. Wenn es ein Rohr, was so rumliegt. Verdammt. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Die sind hier unten auch noch.
Ich weiß echt nicht mehr, wo dieses Loch war. Problem ist, ich kann ja nicht hier ewig lang versuchen reinzukommen. Jetzt bin ich auf der Seite hier schon wieder. Ich weiß ja echt gerade nicht, wo das Loch ist. Ja, ja. Bin gar nicht hier. Ich weiß, es gab hier so ein Kanalrohr. Ganze Aufregung wegen nichts. Das ist doch scheiße. Scheiße, was war das? Ja, gut. Ich weiß nicht, wo das Loch ist. Ohne Sniper-Muni kann ich mich da nicht hintrauen. Also kann ich schon, aber ich will eigentlich nicht. Dass ich die erwischt habe, ist ein Wunder. Muss doch irgendwie einen einfachen Weg da reingeben. Problem ist, dass die Abschießen auch nichts bringt. Jetzt bin ich hier unten. An der Seite hier. Erste Apotheke, genau. Ich werde mich wohl doch langsam aus sich reinschießen müssen und dann immer verteidigen. Also immer Stück für Stück weggehen. Eine andere Alternative sehe ich nicht. Zumindest so lange, bis ich drin bin. Da bin ich ja mal gespannt. Scheiße, hab sie verloren. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Den hätten wir. Den Messerstecher. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch nutzt ein Stealth-Neu. Gebt einfach auf, Arschloch.
kommt aber auch keiner näher hier, ne? Den einen zu besiegen ist ja das Leichteste. Schauen wir aufs Dach irgendwie. Wir müssen doch irgendwie einen kleinen Weg hier reinkriegen. Was würdest du tun, Captain Cosmos? Captain Cosmos hat auch keinen Plan. So, das war die Verteidigungsanlage. Hält sich schon dagegen. Erledigt. Ganz einfach, ja. Das sind auch schon Zweier. Da unten sind ein paar, wa? Naja. Wenn du hier runterdackelst, ist das nicht mein Problem, Schätzchen. So, da oben ist mal Ruhe. Gut, mal ganz kurz abwarten. Mal ganz kurz abwarten. Ja, ich lebe noch. Noch. Na, kannst du runterkommen. Ich warte hier auf dich. Ich heile mich mal ganz kurz. Richtige Schlacht hier gerade, ne? Okay, da ist immer noch einer. Ich werde verrückt, ich schwör's.
Die noch, okay. Stimmt. Das war die, die ich zuerst abschießen wollte. Ah, ein bisschen eben hast du noch, ne? Sie waren schon viel besser drauf. Oh ja. Der ist schon gut gezimmert. Bist du schon mal aus einer Schneider? Na, ja, dann treffe ich nicht. Gut. Dann ist der Eingang schon mal so weitestgehend leer. Werde ich auch mal lieber andere Pistole benutzen. So, wir warten, bis die aufhören zu suchen. Und dann gehen wir aber langsam wieder an die Vordertür. Das Schöne ist, Raider sind einfach dumm. Du kannst so viel davon nicht abknallen, gerade auf dem Weg dahin. Und trotzdem greift dich keiner weiter an. Gut. Das Ding habe ich nicht erwischt. Ja, Kampfsperre 8%, ne? Sonst nichts weiter im Kreis. Sehr gut. Na komm. Ich bin nicht da. Überhaupt nicht. Sehr schön. Das Ding auch weg. Ist dafür was? Nö. Daraus können wir jetzt langsam rein. Endlich. Aber kannst du jetzt hier hochgehen und die beiden abluten? Da oben liegen auch noch so viele Leichen. Ich glaube, es ist einer, stimmt. Ja, stimmt, die Perle habe ich gar nicht abgelootet. Na egal. So. Wir betreten die Covega-Fertigungsanlage. Nach endlosen langen Folgen. Naja, besser spät als nie. So. Und wir sind ja in einem ganz schlechten Ort. Unfassbar, dass sie mir einen halben Anteil geben. Die Bande ist noch verkommen als die letzte. Sehr schön.
Wunderbar. Gut, wir werden wohl wieder von unten reingehen. Ich dachte gerade für einen Moment, wir haben von oben ein bisschen mehr Übersicht, aber nein. Wir werden doch wohl nach unten gehen und da durch rein. Wenn die Ladezeiten nicht ganz so lange wären. Okay, der hat das gerade bemerkt, als er reingegangen ist. Problem ist, wenn der gerade da reingegangen ist, wird er auch hinter der Tür immer noch relativ in der Nähe sein. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Ding hier einen so schwer macht. Sagen wir so rum. Gäbe es jetzt hier so einen Hardcore-Mode, dass du nach einem Tod bist, ein Tod gleich Game Over bist. Das wäre hart geworden. So, da wird das bestimmt hier ganz in der Nähe sein, irgendwo. Oder auch nicht. Der ist da reingegangen, der Junge. Ah, diese Affen, die ich mir sehe, Alter. Die Affen sind, glaube ich, so komisch mit allen, die klatschen, sobald er in der Nähe ist. Und da rennt schon mal jemand hin und her, ne? Nehmen doch noch mal ganz das die Waffe hier. Einfach der schadenshalber. Na komm. Du wanderst hier hin und her, das weiß ich. Ne? Hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Da war eine Falle. Wunderbar. Kann ich den Arm auch bitte mal... Naja, ich möchte meinen Arm da heilen. Ah. Gut. Das Ding hast du gar nicht als Falle wahrgenommen. Wow. Ja gut, ich werde mal ganz kurz wieder hier... Ach nee, wisst ihr was? Wir machen es einfach ganz kurz damit. Ich sag kurz danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen.
Und in der nächsten Folge geht es dann endlich daran, in der Station hier mal nach dem Recht zu schauen und ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und so weiter und so fort. Ich sag Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.